Ja, macht es heute Sinn, Rad zu fahren oder nicht? Ja, sonst wird es zu kalt. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Denn wir werden heute ein bisschen Radfahren gehen. Leute, es ist fucking kalt. Das ist der zweite Ride 2022, oder? Ja, tatsächlich. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt fix an. Der Olli stellt noch schnell mal einen Eiszapfen. Einen Eiszapfen in die Ecke. Ich könnte fast denken, dass der Olli heute ein bisschen friert. Ja, und hier wieder der Mann auf seinem spektakulären Scott, der immer wieder geniale Drop-Einsätze liefert. Unser Fabian. Zu meiner Linken der frierende Olli, der sich auch gerne mal schöne dicke Drops runterstürzt und einfach nur friert. Ja, und ich habe gerade Bock zu fahren, aber jetzt müssen wir erst mal das Hügelchen hoch. Bis gleich, Leute. Leute, und wisst ihr was? Ich freue mich megamäßig, dass der Fabian sich jetzt auch mal eine GoPro Hero 10 gekauft hat. Das heißt, ihr bekommt jetzt auch mal die POV vom Fabian seiner Ansicht aus und ihr seht mal mein Hintern in diesem Video mal ein bisschen mehr. Aber jetzt nicht ganz so lang, denn ihr seht es hier schon, da hat was im Trail gelegen, das mussten wir erstmal wegräumen. Warte mal, kriegen wir den weg? Weiß ich nicht. Der ist noch morsch, bisschen drauf rumtreten. Es geht schon wieder sehr gut los heute. Baumschubsen, haben sie gesagt. Das macht Spaß. Aber zum Glück hat uns dieser Baum nicht wirklich lange aufgehalten. Wir konnten das Ding relativ schnell wieder aus dem Weg räumen, ein paar Äste noch aus dem Weg schaffen und schon ging es direkt weiter mit dem Fahren. Ich meine, gut, wir haben ja erst angefangen, also here we go. Und Leute, ihr seht es, glaube ich, jetzt schon ein bisschen vielleicht, aber es war wirklich sowas von schlammig gewesen, sowas von rutschig. Das habe ich seit langer Zeit nicht mehr gehabt, dass es uns so hin und her gehauen hat. Auf dem oberen Stück konnten wir noch relativ gut fahren, aber es war wirklich, wirklich verdammt glibberig. Aber ihr werdet im Laufe des Videos noch sehen, wie sehr es uns dann da ein bisschen hin und her geschmissen hat. Schaut es euch einfach an. Oh yeah, also der Sprung ist geil. Den bin ich gerade, habe ich gerade mitgenommen. Den rechten. Nimmst du eigentlich jetzt schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Das heißt, ich kann deine Daten nutzen für das. Natürlich. Meine Herren, ich bitte Sie nun, Konzentration zu bewahren. Wir fahren hier auf diesem matschigen, rutschigen Trail weiter. Drop it like it's hot 2.0. Let's go! Aber was der Fabian auf jeden Fall noch machen muss, ist sich noch einen Windstopper zu holen oder wenigstens zumindest ein paar Dead Cats für die Mikrofoneingänge. Weil das Rauschen ist schon ein bisschen gewaltig, aber ich werde mich da mal drum kümmern und werde ihnen da mal ein bisschen helfen, dass wir dieses Problem hier dann auch noch in den Griff kriegen. Sehr, sehr schön. Man muss halt tatsächlich echt sagen, dass es heute mehr als schlammig ist, oder? Ja, also 30% trockene, 40% trockene und du würdest hier in eine ganz andere Geschwindigkeit gehen können. Absolut, ja. Das ist unser Olli, der hat schon Bodenkontakt gehabt, oder Olli? Ja, bist du weggerutscht. Aber das passiert nun mal. So, wir rollen jetzt mal weiter und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht dann beim zweiten Mal ein bisschen zügiger fahren können. Wir rollen eine Runde. Pow. Auf geht's.
Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Es ist verdammt, verdammt slippy heute. Wir haben eigentlich gedacht, das geht heute fahren, aber dem war dann doch nicht so. Hier bei den Steinen muss man bei uns auch gut aufpassen, weil da rutscht man gerne mal drüber weg. Oh fuck, wie ich jetzt gerade. Wow. Und ich dachte erst, dass das schlammig gewesen ist in dem Moment, aber nein, ich habe diesen kleinen Strauch mit dem Pedal voll erwischt und dann hat es mich da richtig runtergezogen. Ich habe echt Glück gehabt, verdammt. Hast du ja gut gesaved, du. Alter. Mein Arsch. Fabriziert ihr das? Der hat mal kurz die Pedale verloren. Einfach den Kopf. Der saß jetzt tatsächlich von da hinten bis hierher nur auf dem Oberrohr. Alter. Ah! Geil. Scheiße. Aber der, ey, der ist richtig geil, der Trail. Ja, der ist cool. Der macht richtig Laune. Leute, das war jetzt mehr Glück wie Verstand. Das war mehr Glück wie Verstand. Oh Gott, ist das, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Ey, ist der leicht schlammig, der Trail? Junge! Ist der leicht schlammig? Jetzt! Geht's da noch weiter? Ja! Okay. Oh. Voll. Ja. Let's go! Auf dass wir nicht aufs Maul fliegen. Oh Gott, das rutscht heute. Aber es macht Bock. Einfach auch mal bei Bad Conditions flott mit den E-Bikes zu rollen. Oh Gott, oh Gott. Voll Teufel! Nice! Ach du Scheiße. Bisschen schmutzig, oder? Ja, ich überlege mir vor allem nicht zu sagen, oh, das wird eine Arbeit, das sauber zu machen. Der Trail, trocken, ne? Wow. Die machen alle Bock, wenn es trocken ist hier. Die obligatorischen Instagram-Bilder dürfen natürlich auch bei so einer Session nicht fehlen. Also haben wir schnell ein paar Fotos geschossen von uns und dann sind wir zu einem Freeride-Spot. Der wird auch interessant. Schön! Leute, wir befinden uns jetzt hier auf einer Spot-Begehung, besser zu sagen eine Freeride-Begehung. Und wir gucken uns jetzt mal hier mal eine Ecke an. Da wollen die zwei nämlich sich mal runterstürzen. Und ach du Scheiße, das ist doch schon wieder so senkrechte Kacke, Alter. Und runter. Oder? Oh, hier ist auch geil. Es artet doch schon wieder aus. Auf geht's. Okay, Olli's dropping in. Alter, Junge. Ja, Mann! Yo! Alter, geil. Gut, Alter. Gut. Ich hab's gehört, die ist voll durch gerade. Wir gucken uns dann nochmal die Slow-Mo an. Leute, also das ist ohne Scheiß jetzt mal wieder Respekt, aber auf jeden Fall, das ist so rutschig und so steil. Fabi, so geil. Das ist schon knackig, pass auf, Alter, die Kompression unten ist übel.
Und die Kompression war wirklich heftig. Leute, schaut euch das doch jetzt mal in der Zeitlupe noch einmal an. Der Olli kommt runtergefahren und achtet mal auf den Federweg. Das sind 180 mm, die hier voll auf ihren Anschlag gehen. Aufgrund, dass er eben hier in diese kleine Senke reingefahren ist, ging das Fahrwerk natürlich bei dieser Abfahrt voll auf Block. Dadurch, dass es eben steil ist, muss man natürlich dann damit rechnen, dass es da eben mal durchsteckt, wenn da eben auch eine Rinne am Ende ist und kein Auslauf. Aber ich bin froh, dass das Ganze gut gegangen ist. Und jetzt ist der Nächste an der Reihe, und zwar unser lieber Fabian. Ich bin gespannt. Let's go. Okay, drop it in. Hier kommt der Fabian rein. Boah. Alter. Das ist, ich leck mich am Arsch. Hast du die Kompression jetzt gerade gehört? Hast du dir wehgetan jetzt? Ja, ja. Echt? Leid oder sowas. Ja. Ach nee, oder? Nee, das jetzt nicht, aber das war halt schon ein ganz schöner Stoß. Jetzt wurdest du auch mal hart gestoßen. Hier sieht man mal wieder, wie eine kleine Rinne im Endeffekt einen Tag versauen kann bei so einer Freeride-Abfahrt. In Fabian hat es auch richtig stark reinkomprimiert und in dem Moment war richtig viel Druck bei ihm auf dem Schultergelenk. Leute, das kann sowas von böse ausgehen und man kann sich dabei mal ganz fix auch die Schulter auskugeln bei so einer Aktion. Also macht das einfach nicht nach, lasst das einfach die Jungs machen, die da Bock drauf haben, sich zu zerstören wie mein Olli und mein Fabian. Ich habe mich aus der Nummer rausgehalten, denn in meinem Alter muss ich mir das nicht mehr so geben, aber ich finde es immer schön, wenn sich jemand anderes da mal runterstürzt. Nee, das ist viel zu... Das ist scheiße. Das ist doch geil, trotzdem. Ich stehe auf so eine Scheiße. Ich stehe auf so eine Scheiße. Was soll's, ist halt so. Aber wir haben Spaß und das ist das, was zählt. Ich meine, gut, zum Glück hat sich der Fabian nicht die Schulter ausgekugelt. Das wäre jetzt richtig doof gewesen. Nein, es war nur einfach ein ordentlicher Schlagrad. Aber uns zur zweiten fast den Lenker aus der Hand gerissen. Ja, mir hat es echt fast den Lenker aus der Hand gerissen. Ganz großen Respekt nochmal. Und Leute, lasst auf jeden Fall auch für den Fabian mal ein Like da und natürlich auch für unseren Olli, unseren Freeride-Experten hier in dieser Runde. Die Jungs sind einfach nur geil drauf und können Fahrrad fahren und einfach nur good times und es macht Spaß, mit denen zu fahren. Tja Leute, und bei der letzten Abfahrt ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe beim Akkuwechsel nicht mehr wirklich darauf geachtet, dass ich die Kamera perfekt ausgerichtet hatte. Dumm gelaufen. Die Kamera hat dann im Endeffekt mehr den Lenker und den Boden gefilmt als den eigentlichen Trail. Das Gute war aber, der Fabian hat ja jetzt auch eine GoPro Hero 10 und somit konnte ich dann auf seine Daten zurückgreifen und jetzt haben wir im Endeffekt bei der letzten Abfahrt Fabians Aufnahmen leicht von dem Winde verrauscht, ohne Windschutz, aber dafür den Olli in Front auf diesem Trail. Und ich wünsche euch jetzt noch die letzten paar Meter ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann gleich nochmal im Auto. Genau an der gleichen Stelle, wo es dich fast zerbröselt hat, hätte es mich jetzt fast zerbröselt. Alter Schwede, ist das rutschig. Boah! Ich bin aber auch gut runtergekachelt, Alter. Junge. Ja. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt gefallen. Wir sind so ziemlich durchgefroren und auch durchgeschwitzt. Der Olli ist nur noch am Stöhnen gerade. Es war auf jeden Fall ein ziemlich geiler Fahrtag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like wird uns natürlich auch mega gut gefallen. Und schreibt mal, wie ihr das Video so fandet. Und der Fabian freut sich natürlich genauso wie auch der Olli. Korrekt. Wir sind raus. Und woher kennst du ihn? Achso. Ha! Da ist dir das Auto versaut. Naja. Wir sind raus. Haut rein, ja. Leute, bis zum nächsten Video.